Guten Morgen, liebe Gemeinde. Herzlich willkommen in unserem Gottesdienst heute Morgen. Entweder hier in der Kirche oder auch zu Hause, entweder live oder vielleicht auch später, wo man das YouTube-Kanal sich anschaut. Erst noch ein organisatorisches Punkt. Wie Sie alle wissen, ist eigentlich ab heute sind eigentlich alle Corona-Maßnahmen eigentlich gestrichen. Nur offensichtlich, der Heinrich Heine scheint mal gesagt zu haben, wenn die Welt untergeht, gehe ich in die Niederlande, weil da passiert alles 50 Jahre später. Was Corona-Maßnahmen angeht, gilt das vielleicht nicht für die Niederlande, aber auf jeden Fall für Baden-Württemberg und in besonderem Maße für die evangelische Landeskirche. Die Maßnahmen, auch das heißt in unserem Fall Masken tragen, werden in den kommenden zwei Wochen auf jeden Fall noch beibehalten. So bitte, wenn Sie das nicht gemacht haben, bitte ziehen Sie Ihre Maske auf. Ja, ein herzlich willkommen auch an Predigant Artrau und auch speziell an Andrea Thumann, der uns musikalisch durch diesen Dienst begleitet wird. Und unser Pfarrer Götz Häuser ist mit dem gesamten Kirchengemeinderat unterwegs in Bethberg. Die haben Klausurtagung. Sie feiern jetzt auch Gottesdienst und ich bin mir sicher, dass sie heute an uns denken und für uns beten werden. Sie beschäftigen sich natürlich mit den Baumaßnahmen, die vor uns liegen. Sie beschäftigen sich aber auch damit, wie wir als Kirchengemeinde hier in Bühl den Menschen in Jesu Namen begegnen können. Und das bringt mir dann auch gleich zu unserem Thema, denn wir machen weiter mit der Predigtreihe rund um den Bergpredigt. Und hier ist der Aufruf und ja eigentlich auch ein Statement, dass wir als Menschen Salz und Licht sind. Aber wie und wo machen wir das? Das werden wir hoffentlich heute entdecken. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst und wir machen weiter mit dem ersten angeschlagenen Lied, Ein Leben gegeben. Wir haben es auch schon im Vorspiel gehört. Thank you.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir möchten jetzt beten mit den Worten vom Psalm 34. Nun ist hier angezeigt, glaube ich, 718.2. Ich habe gestern entdeckt, da hat die Martina mich darauf aufmerksam gemacht, dass die neueste Version von diesem Psalm, wie das in die Neue Lieder 914.2 steht, ein Vers mehr hat. So, sonst entsteht etwas Verwirrung. Ich möchte das, wie wir das so oft machen, im Wechselbeten, wo ich die vorgerückten Teile spreche und Sie die eingerückten Teile. So, das geht gut bis zum vorletzten Vers. So, wenn Sie richtig mitmachen möchten, schlagen Sie dann auf 914.2 in dem blauen neuen Liedbuch. So, ich spreche die vorgerückten Teile und Sie gemeinsam die eingerückten Teile. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Den Frevler wird das Unglück töten und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Wir beten. Herr, unser Gott, wir kommen heute Morgen zu dir. Wir kommen heute Morgen zu dir mit unseren Ängsten, mit unserer Erwartung. Wir danken, dass wir hier Gemeinschaft feiern können, ohne dass uns jemand belästigt. Wir danken, dass wir einander haben. Aber wir wissen auch, wenn wir weiter um uns herum schauen, dann ist die Welt sehr bedrohlich. Und wir suchen Schutz bei dir. Und wir bitten heute Morgen, dass wir ein offenes Ohr haben für das, was du uns sagst, was du uns versprichst und dass du uns Mut schenkst für die Woche, die kommt, für die Zeit, die vor uns liegt. Amen. Wir hören jetzt die Schriftlesung für den heutigen Sonntag. Das ist Sonntag Oculi. Und übrigens, Oculi ist offensichtlich Latein und scheint zu bedeuten, dein Augen, was die Anfangswörter sind von einem Psalm, der früher zu diesem Sonntag gelesen wurde. Es ist mir einmal passiert, dass ein Gemeindemitglied in einem Gottesdienst, wo ich war, gefragt hat, was bedeutet dann eigentlich dieser Name? Seitdem bereite ich mich natürlich jedes Mal vor, das verstehen Sie. Aber Sonntag Oculi ist der dritte Sonntag in der Passionszeit und wir finden die Lesung für heute im ersten Buch der Könige, Kapitel 19, die Verse 1 bis 8. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte, und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben, machte sich auf und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele,
ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein gerüstetes Brot und einen Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Halleluja. Wir möchten jetzt singen von dem angezeigten Lied 391, die Strophen 1, 2 und 4. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Heute machen wir weiter mit der Predigtreihe über die Bergpredigt. Und der Predigttext für heute Morgen ist aus Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Wo Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Und ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Und man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Soweit die Worte von der Bergpredigt. Ach. Weil ich verkabelt bin, nehme ich an, dass ich auch jetzt so verstehen bin. Liebe Gemeinde,
Salz und Licht. Das sind für heute Morgen die Themen aus der Bergpredigt, mit denen wir uns beschäftigen. Und in der Bergpredigt werden wir oft mit Worten von Jesus konfrontiert, die sich für uns ziemlich radikal anhören. Und sehr schnell bekommen wir dann das Gefühl, dass diese Anforderungen für uns doch einfach wohl eine Nummer zu groß sind, weil wir diese nie erfüllen können. Dann atmen wir bei Salz und Licht vielleicht etwas auf, weil sich das einfacher anhört. Und vielleicht denken wir, dass wir hier auch mal einfacher wegkommen. Nun, es wird sich dann zeigen, ob das auch stimmt. Ich werde die Versuchung widerstehen, Sie jetzt mit allerhand Wissenswertes über Salz und Licht zu überschütten. Sie verstehen, ich habe eine Ausbildung in der physikalischen Chemie gemacht und das nötigt mir fast dazu. Ich könnte stundenlang darüber reden. Das werde ich natürlich nicht tun. Trotzdem, es gibt hier in diesem Abschnitt gleich eine Aussage von Jesus, die nicht nur Chemiker, sondern auch Theologen zum Stolpern bringt. Wie sollen wir eigentlich verstehen, dass Salz nicht mehr Salz, den Geschmack verliert? Nicht nur Chemiker, sondern auch Theologen, soweit sie im Chemieunterricht gut aufgepasst haben, die wissen, dass Salz an sich eigentlich sehr stabil ist. Es ändert sich nicht, auch nicht, wenn man es lange lagert. Und zu diesem Thema habe ich entdeckt, gibt es grundsätzlich zwei Auslegungen. Es gibt eine, die behauptet, dass Jesus mit einem rhetorischen Trick versucht, die Aufmerksamkeit der Menschen zu fixieren. So eine Art Reaktion hervorzurufen. Was? Was sagt er? Das geht doch gar nicht. Was meint er damit? Müssen wir gut aufpassen. Und dann gibt es eine zweite Auslegung, die sich für mich etwas plausibler anhört, dass Jesus zielt auf die damalige Praxis, um Salz aus dem Toten Meer zu verwenden. Das war billig und es wurde auch damals schon am Strand am Toten Meer eingesammelt. Und man hat das auch damals in der Zeit Jesu schon als Geschmacksstoff und zur Konservierung von Nahrungsstoffen verwendet. Genau wie wir das heutzutage auch noch tun. Nur war das Salz aus dem Toten Meer sehr unrein. Das eigentliche Kochsalz, die Substanz, die wir als Salz verwenden, war vielleicht nur für die Hälfte darin enthalten. Und der Rest waren andere Sachen, Chemie, so gesagt. Aber das Kochsalz, das war von dieser Mischung am besten wasserlöslich und es bedeutete, dass wenn man das unreine Salz über längere Zeit feucht lagerte, man das Risiko hatte, dass das eigentliche Salz sich allmählich auflöste und davongeschwemmt wurde und nur die Verunreinigungen übrig blieben. Wenn man das dann getrocknet hatte, dann sah es auch wieder weiß und körnig aus. Es schmeckte aber gar nicht oder ganz furchtbar. Bis soweit dann der Chemieunterricht für heute Morgen. Aber wichtiger als Chemie ist für uns zu lesen, dass Jesus in diesem Abschnitt nicht einen Kurs »Wie werde ich Salz?« anbietet, so wie der Volkshochschule, sondern einfach behauptet, ihr seid das Salz. Bumm, so geradeaus. Und es geht darum, dass Salz eine Wirkung entfaltet. Das soll unsere Aufmerksamkeit haben und damit sollten wir uns beschäftigen. Um das besser zu verstehen, schauen wir uns mal das an. Hier ist es, Salz, schön weiß, schön verpackt, einfach zu handhaben. Sie sehen es, Sie können einfach reinschauen, wirklich super salzig. Und liebe Gemeinde, so sind viele christliche Gemeinden und Gruppen auch. Super salzig, super gläubig,
wenn sie nur zusammenhocken in einer Packung oder in einer Flasche, wie ich sie hier habe. Sagen wir mal, auch in ihren Kirchen an einem Sonntagmorgen im Frühling. Und aus der Haushaltspraxis wissen wir, ja, wenn wir das Salz nur lagern möchten, dann geht das gut. Dann ist so eine Flasche oder auch eine Papiertüte geeignet. Aber das ist natürlich nicht das Ziel. Salz, das eingesetzt wird und seine Wirkung entfaltet, dann sieht das eher so aus. Wo ist das Salz eigentlich her? Nicht mehr zu sehen, nicht mehr zu spüren. Gut, Sie müssen mir glauben, ein Chemiker hat da natürlich immer noch bestimmte Möglichkeiten. Aber auch wenn man kein Chemiker ist, man kann spüren, das Salz entfaltet trotzdem eine Wirkung, auch wenn es hier nicht mehr so sichtbar ist. Wirklich sehr salzig. Wenn man sich überlegt, was das Salzsein dann für eine christliche Gruppe bedeutet, dann bekommt man vielleicht schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Es geht offensichtlich nicht darum, sich nur in der Verpackung, sprich in einer Kirchengemeinde wohlzufühlen, sondern den Mut zu haben, sich in die Welt hinauszuwagen und dort zu wirken und sich bemerkbar zu machen. Vielleicht nicht ganz alleine, aber doch weit weg von der Sicherheit einer Gruppe, von der wir oft denken, dass es ohne so etwas nicht geht. Nun könnte man sehr leicht den ganzen Morgen damit verbringen, eine lange Liste aufzustellen von Bereichen, in denen wir Salz sein könnten und was das dann praktisch für uns bedeuten würde. Die Gefahr ist dann, dass wir in eine Art hektischen Aktionismus hineinrutschen. Nur irgendetwas machen, damit irgendetwas passiert. Nun, wenn Sie gute Ideen haben, nichts wie los, würde ich sagen. Aber wir müssen auch noch andere Aspekte im Auge behalten. Die Bergpredigt war in erster Linie an den Jüngern Jesu gerichtet. Da wäre für uns die erste Frage, sehen wir uns auch als Nachfolger Jesu oder nur als außenstehende Zuhörer? Wenn wir uns schon als Jünger Jesu bezeichnen möchten, dann geht es in erster Linie darum, seinen Unterricht in allen Bereichen ernst zu nehmen und unsere Beziehung mit ihm zu vertiefen. Gebet, Bibellesen, christliche Gemeinschaft, das ist, was mir dabei spontan einfällt. Wenn wir uns dann schon als Salz bezeichnen möchten, mit solchen Aktivitäten entwickelt es gewissermaßen erst seinen Geschmack. Zuerst kommt die Beziehung mit Jesus. Aber wir kommen nicht drum herum, dann soll sich das Salz bemerkbar machen. Ohne sich hervorzuwagen, wird das nicht funktionieren. Und wichtig ist, dass wir im Blick behalten, dass eine der Funktionen von Salz nun gerade ist, das Verderben von Nahrungsmitteln zu verhindern. Damals in der Zeit Jesu und auch heutzutage noch. Und es gibt eine Menge Bereiche in dieser Welt, in denen Verderb ein Thema ist. Lesen Sie die Zeitung, schauen Sie mal einen Abend Fernsehen. Nun ist es nicht jedem gegeben, gleich eine große Aktion zu starten, um solchen Sachen anzusprechen und zu korrigieren. Nicht jeder von uns ist eine zweite Greta Thunberg. Aber jeder von uns, der sich wirklich als Jünger Jesu betrachtet, hat ein persönliches Umfeld, in dem er oder sie sich bemerkbar machen kann und auch soll. Bei der Arbeit, in der Beziehung mit den Nachbarn oder mit Verwandten und noch vieles mehr. Wie treten wir in unserem Umfeld auf? Ist hier etwas von unserem Salzgeschmack zu spüren?
Das ist die spannende Frage. So gesagt, dient ein Gottesdienst wie heute und an jedem Sonntagmorgen dazu, sagen wir mal, auf dem Geschmack zu kommen, um mal in den Worten von unserem Text zu bleiben. Aber nachher sollten eigentlich anderen davon profitieren. Und jeder von uns, der sich als Jünger Jesu betrachtet, hat die Aufgabe, das für sich und seine Möglichkeiten mit Leben zu füllen. Aber ganz ohne konkrete Beispiele möchte ich Sie natürlich nicht gehen lassen. Darum zwei Bereiche, die ich mal ansprechen möchte. Zum Ersten. Erschreckend aktuell ist die Aussage von Jesus: Selig sind die Sanftmütigen. Wir haben das vor zwei Wochen in der Predigt über die Seligpreisungen gehört. Also hinaus in die Welt, Salz sein und sanftmütig sein. Nur, wir wissen, wenn man das möchte, dann sollte man sich in diesen Wochen warm anziehen. Es ist leider wohl jedem deutlich, dass diejenigen, die solche Aussagen Jesu immer zu Anlass genommen haben, einen, sagen wir mal, naiven christlichen Pazifismus zu propagieren, in den letzten Wochen einen schweren Stand hatten. Das Böse in der Welt, das gibt es und das spielt nicht mit. Man muss sich dann überlegen, was wir dann sonst noch für Möglichkeiten haben, die Worte von Jesus in unsere Praxis einzubringen. Salz zu sein, so gesagt. Weil letztendlich kann eine unlimitierte Aufrüstung, von denen vielen offensichtlich jetzt auf einmal Sicherheit und Ruhe erwarten, so etwas kann auch nicht die Lösung unserer Probleme sein. Wir sind gefragt, die Lage um uns herum realistisch zu betrachten. Einerseits werden von uns peinliche und, machen wir uns nichts vor, teure, sehr teure politische Entscheidungen gefragt. Andererseits sind wir immer noch zu Sanftmütigkeit aufgerufen. Nicht nur in diesem Gottesdienst, aber gerade, wenn Sie wieder nach Hause gehen. Wie setzt man das ein? Nun, unter uns sind viele Menschen, die ursprünglich aus Russland kommen. Wir sollten uns mit diesen Worten von Jesus einsetzen, um die Beziehungen untereinander nicht abreißen zu lassen. Auch wenn wir vielleicht unterschiedliche Ansichten haben. Und als Salz in dieser Gesellschaft sollten wir auch unermüdlich danach streben, die Kräfte zu unterstützen, die langfristig wieder Kontakte mit gemäßigten Kräften auch in Russland suchen. Plumper Kriegsrhetorik, die man so ab und zu mal hört, Hass und Hetze, das müssen wir aktiv ablehnen. Und seien wir uns bewusst, umso länger diese Krise dauert, umso schwieriger könnte das werden. Im Großen, aber auch im Kleinen. An uns hier in Worten und Beziehungen aufeinander zuzugehen. Zum Zweiten, wie gehen wir mit Besitz um? Auch im Normalfall haben wir damit zu tun und dazu braucht es nun wirklich keine Krise. Schaffen wir es, mit gutem Beispiel in unserer Gesellschaft voranzugehen und zu zeigen, dass es uns nicht um ein Bankkonto geht, das immer wieder wächst? Natürlich, keiner von uns wird gleich behaupten, dass das bei ihm oder ihr der Fall wäre. Aber Vorsicht, wir sind in einer Kultur, in der es oft sehr wohl um solchen vermeintlichen Sicherheiten geht. Und wir sind in diese Kultur, ob wir es möchten oder nicht, einfach eingekapselt. Und wir machen oft einfach mit. Man braucht hier einen frischen Blick, wie man anders handeln könnte, wenn man nur will. Ein Beispiel für so einen unverstellten Blick begegnete ich vor ein paar Wochen, als meine Frau und ich
uns mit unserem ältesten Enkelkind unterhielten, Simon, 6 Jahre alt. Auf die Frage, die Großeltern so mal stellen, was möchtest du dann später mal werden, kam die für uns etwas unerwartete Antwort, der reichste Mensch. Das war ein bisschen schreckend, weil es könnte Anlass geben zu denken, dass bei der Erziehung und Wertevermittlung bei unserem Sohn und Schwiegertochter einiges so schiefgelaufen ist. Aber er legte gleich nach, weil ich dann viele arme Menschen helfen kann. Nun, dann waren wir natürlich als Großeltern wieder beruhigt. Man kann das natürlich als Geplapper von einem Kind von 6 Jahren abtun. Aber es zeigt auch, dass die Welt, wenn man so klein ist, noch sehr einfach aussieht. Man hat Besitz, um damit Gutes zu tun. Und wirklich, zu dieser Einsicht sind viele Milliardäre in unserer Gesellschaft noch nie gelangt. Und auch wir können wahrscheinlich viele Gründe nennen, warum das gerade bei uns nicht geht. Trotzdem möchte ich hier den Gedanke mal in der Mitte legen. Salz der Erde zu sein, wenn man mit dem Besitz, den wir angehäuft haben, Gutes tut. Und ja, unsere Möglichkeiten, die sind hier unterschiedlich. Aber an Möglichkeiten, wirklich aktiv zu werden in diesem Bereich, fehlt es uns nun doch wirklich nicht. Gestern in der Zeitung liest man, dass die Bühler-Tafel immer noch materielle und finanzielle Spenden braucht. Nichts wie hin, würde ich sagen. Und übrigens, Briefe von Organisationen von christlicher und rein humanitärer Natur, die flattern wohl nicht nur bei uns regelmäßig in den Briefkasten. Und liebe Gemeinde, diese Anforderung, Salz zu sein, ist nicht optional. Jesus verbindet damit die Warnung, dass wenn wir das nicht tun, von unserem Christsein am Ende nur noch eine leere Hülle übrig bleibt, mit dem niemand mehr etwas anfangen kann und die man dann einfach entsorgen kann, ohne dass es jemand stört. Dann kommen wir zu dem Aspekt, Licht der Welt zu sein. Auch hier fordert Jesus uns nicht heraus, mehr oder besseres Licht scheinen zu lassen. Auch hier behauptet er einfach, wir sind schon das Licht der Welt und wir werden gesehen. Ob wir das nur als angenehm empfinden oder nicht. Ja, es geht sogar noch weiter. Es ist sogar ausdrücklich so gedacht, dass wir gesehen werden, dass unser Licht wahrnehmbar ist. Genauso wie eine Stadt auf einem Berg nicht verborgen bleiben kann, werden unsere Taten wahrgenommen und zeigen für die Außenwelt, wie ernst wir es eigentlich nehmen bei unserer Jesus-Nachfolge. Vielleicht fällt Ihnen bei diesem Text auch gleich einen anderen Bibeltext ein, Johannes 8, Vers 12, in dem Jesus von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. In unserem Text sind wir das Licht. Gewissermaßen könnte man sagen, wir leuchten wie der Mond. Wir reflektieren nur, was von Jesus abgestrahlt wird. Aber wie dann auch, es ist so gedacht, dass dieses Licht gesehen wird. Nicht tu Gutes und schweige, sondern in aller Öffentlichkeit. Und wir verstehen, es geht natürlich nicht darum, sich selbst geschickt als Superchrist darzustellen, sondern man soll es so tun, dass man das, was man tut, auch von anderen eindeutig mit unserem Glauben, mit Jesus in Verbindung gebracht wird. Und liebe Gemeinde, ich muss sagen, diese Perspektive beunruhigt mich. Natürlich, es gibt viele Gläubigen, die hier heutzutage in der Vergangenheit und auch jetzt vorbildhaft gewirkt haben. Menschen, die unter Gläubigen und unter Ungläubigen Respekt erzeugt haben. Als positives Beispiel möchte ich den damaligen Wahrheits- und Versöhnungsausschuss in Südafrika nennen. Ich
weiß nicht, ob Sie sich das noch erinnern können. Aber es hat mich und ich denke viele Menschen damals sehr beeindruckt, wie man nach dem Fall des Apartheidsregimes mittels dieses Ausschusses versucht hat, auf eine ehrliche Art und Weise die Vergangenheit aufzuarbeiten, ohne in unkontrollierter Rache abzurutschen. Und dabei spielte der damalige anglikanische Bischof Tutu, Sie wissen, vor einigen Monaten ist er verstorben, eine führende Rolle. Er war Vorsitzender dieser Kommission. Wenn Sie die Geschichte rund um diese Kommission lesen, es lief natürlich nicht alles ohne Probleme ab. Und, wie wir wissen, es hat Südafrika bestimmt auch nicht zu einem Paradies gewandelt. Aber die Arbeit von Tutu und seine Art von Auftreten und seinem Einsatz, die deutlich von seinem Glauben motiviert war, das wurde weltweit geschätzt. Aber es gibt leider auch so viele anderen, die wirklich miserabel abgeschnitten haben. Und wenn wir ehrlich sind, vielleicht gehören wir ab und zu auch mal dazu. Und wenn man schon als Stadt auf einem Berg sichtbar ist, die Fehler, die wir machen, sind es auch. Wenn etwas schief läuft, aus eigenem Verschulden oder auch nicht, dann stehen viele Menschen gleich bereit zu behaupten, dass es doch wohl zeigt, wie scheinheilig Christen doch eigentlich sind. Ja, die kann man dann auch nicht mehr ernst nehmen, wenn sie morgen wieder mit frommen Wörtern kommen. Das hört man dann. Und es schmerzt mir zu sagen, dass wir in der heutigen Zeit oft so einen Ablauf sehen in der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen. Und ich möchte das nicht nur auf die katholische Kirche beschränken, auch bei den Evangelischen ist da so manches passiert. Aber ehrlich gesagt, gerade die Leitung der katholischen Kirche hat hier in vielen Fällen bei der Aufarbeitung von solchen Sachen eine schlechte Figur abgegeben. Es ist also nicht einfach, Stadt auf einem Berg zu sein, wenn das auch bedeutet, dass man dauernd von Außenstehenden unter die Lupe genommen wird und nicht nur das Gute, das man tut, sondern auch unsere Fehler vor jedem sichtbar sind. Also, auch wenn die Bilanz unseres Tuns immer sehr durchwachsen war, es ist das Erstaunliche, dass Jesus trotzdem von uns erwartet, dass wir unsere Taten gewissermaßen als Werbung für ihn einsetzen. Und dabei wusste Jesus sehr wohl, wie es um seine Nachfolger damals gestellt war. Das waren auch damals keine Heiligen, obwohl wir sie gerne so nennen. Es war eine Gruppe von oft ängstlichen Menschen, die an entscheidenden Momenten einfach gescheitert sind. Aber Jesus erwartet nicht, dass wir nur in der Verborgenheit gut tun, sodass man, wenn das mal nicht so gut auspackt, nicht damit in Verbindung gebracht werden. Nein, er geht davon aus, dass wir in aller Öffentlichkeit zu unseren Taten stehen und diese für sich sprechen lassen. Und das fragt Mut von uns, wenn wir so Sachen angehen. Und es fragt auch Mut, um deutlich zu machen, dass wir von Jesus motiviert sind und nicht nur irgendwelche Gutmenschen sind. Und es bedeutet auch, Jesus die Ehre zu geben, wenn es gut geht. Aber es bedeutet auch, den Mut zu haben, die Verantwortung zu nehmen für uns persönlich, wenn es daneben geht. Und dass wir erkennen, dass wir einfach Mist gebaut haben, auch wenn unsere Absichten vielleicht mal gut waren. Und auch wenn das mal passiert, ist wohl nicht zu vermeiden unter Menschen, die genauso sind wie wir. Wenn man trotzdem von Außenstehenden als authentisch wahrgenommen wird, man steht zu seinen Taten und man läuft nicht dafür weg, wenn das passiert, kann das immer noch als Zeugnis für Jesus etwas Positives bedeuten. Und liebe Gemeinde, hoffentlich haben Sie im Laufe dieser Predigt bemerkt, dass auch wenn Jesus hier von scheinbar einfachen Sachen wie Salz und Licht redet, und nicht einmal unerreichbare Anforderungen stellt,
dass das nicht bedeutet, dass wir uns einfach mal zurücklehnen können. Anstrengungen von uns sind trotzdem gefragt. Nur, wir haben die Möglichkeit, klein, ganz einfach in unserem direkten Lebensfeld mit praktischem Einsatz anzufangen und dann zu zeigen, was Jesus für uns und für die Welt um uns herum bedeutet. Amen. Wir singen jetzt von dem Lied 91. Wir möchten jetzt gemeinsam unseren Glauben bekennen. Wir stehen dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir beten jetzt miteinander
und füreinander. Herr Jesus, wir beten für unser Bekenntnis, das wir gerade gesprochen haben. Jesus, der uns erlöst von unseren Sünden. Wir bitten, dass wir dazu stehen, auch im Jahre 2022 und auch wenn es bedeutet, dass wir nicht die gleichen bleiben können, sondern aufgerufen werden, uns zu ändern, damit wir die Ansprüche Gottes in unserem Leben immer mehr gerecht werden. Wir bitten, dass wir die Möglichkeiten suchen, unser Salz und Licht in dieser Welt zu zeigen. Nicht, weil wir von uns aus so salzig sind oder so hell strahlen, sondern weil wir als Jünger Jesu unterwegs sind. Hilf uns nicht aufzugeben, um dich zu folgen. Genauso wenig wie Jesus das nicht getan hat, sondern auch in Mühe und Enttäuschung weiterzumachen, bis dein Ziel erreicht ist. Und Herr, wir bitten für unseren Kirchengemeinderat, der an diesem Wochenende ihre Klausurtagung abhält. Wir bitten, dass du Weisheit und Einheit schenkst, um die Zukunft unserer Gemeinde vorzudenken. Wir sind uns allen bewusst, dass wir in einer Welt leben, die vom Glauben eigentlich nicht so viel hält. Und in dem Gläubigen, die Salz und Licht versuchen zu sein, oft belächelt oder sogar beschimpft werden. Wir bitten, dass du Weisheit schenkst in der Planung für das große Bauprojekt, das bei uns ansteht. Auch mit allen Unsicherheiten, die das mit sich bringt. Und Herr, unser Gott, wir beten für den Frieden in der Welt. Wir haben erfahren, dass dies kein leerer Floskel ist, sondern dass Hass und Gewalt uns heute ganz nahe kommen und auch wir uns bedroht fühlen. Wir bitten, dass wir nicht von unseren Ängsten überwältigt werden, sondern unsere Sicherheit bei dir suchen. Und wir bitten für die Menschen in Regierungspositionen in Berlin und in Washington, in Kiew und in Moskau, dass sie den Mut haben, Wege zu suchen, diesen Krieg zu beenden. Herr, erbarme dich über uns. Wir beten jetzt gemeinsam mit den Worten, die wir zuerst von Jesus gehört haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle von uns, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir singen jetzt von dem angezeigten Lied Nummer 11 aus dem neuen Liedbuch. Thank you.
Wir hören jetzt die Abkündigungen. Ja, es gibt so einiges. Erstens danken wir ganz herzlich. Oh, natürlich, wieder vergessen. So, jetzt. Zuallererst danken wir ganz herzlich auch Frau Andrea Thomann. Die hatte ja kräftig Unterstützung. Das war es schön, dass du auch noch mitgespielt hast und mitgeflötet hast. Hast du gut gemacht. Genau. Danke für alle Spenden vom vergangenen Sonntag in Höhe von 2010 Euro für unsere eigene Gemeinde sowie 195 Euro für die Bezirksjugend. Und heute sammeln wir wieder für die vielen Aufgaben in unserer Gemeinde, aber auch für die Aufgaben der Diakonie und die sozialen Folgen aufgrund der Corona-Pandemie. Ich nehme an, dass die Kästen dann wieder beschriftet sind. Genau. Dann möchten wir hier in der Gemeinde einen neuen Kinder- und Jugendchor gründen. Und bereits morgen, 21. März, geht es dann auch schon los. Kinder ab 8 Jahren sind herzlich willkommen zum Mitsingen. Es werden neue Lieder und auch Kindermusicals einstudiert und der Chor wird Gelegenheit unsere Gottesdienste musikalisch bereichern. Das Ganze findet immer montags um 17.15 Uhr statt, hier im Gemeindesaal, und weitere Informationen findet man auch auf dem Plakat im Foyer. Nächste Woche treffen sich unsere regelmäßigen Gruppen und Kreise. Der Glaubenskurs trifft sich am Dienstag zum dritten Mal, teils live hier im Gemeindesaal, aber auch digital. Und am Donnerstag findet um 18.45 Uhr das meditative Tanzen im Gemeindesaal statt. Die Gesprächsrunde über den Glauben, ebenfalls am Donnerstag, wird um 20 Uhr online stattfinden. Dann am nächsten Sonntag, den 27. März, findet in Bühl wieder ein ökumenisches Friedensgebet statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr beim Friedenskreuz. Dann auch herzliche Einladung zum Gottesdienst kommende Woche um 10 Uhr, auch wieder mit Minikirche und Bibelbande. Und dann erheben wir uns für die Wochensprüche über die neue Woche. Dieses Bibelwort steht für die kommende Woche zentral. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und geht jetzt hin und empfängt den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über euch allen und schenke euch seinen Frieden. Amen, amen, amen.